Ich sehe eigentlich jeden Tag, dass AktivistInnen ja an ihre Grenzen stoßen. Und wenn man dann in so einer Hoffnungslosigkeitsspirale mal drin ist, dann kommt man ganz schwer hinaus. Was, glaube ich, neu ist, ist, dass wir offen über Gefühle sprechen, auch in der Klimabewegung. Also damit haben eigentlich WissenschaftlerInnen angefangen. Da gibt es dann schon Geschichten von Leuten, die dann einfach zusammenbrechen. Wir sollten AktivistInnen bestärken, sie supporten und sichtbar machen, dass wir eine Klimakrise haben. Gerade am Beispiel Corona zeigt das halt, dass wir als Menschheit in der Lage sind, auf Wissenschaft zu hören. Und was ich als Psychologin sehr spannend finde, ist, warum schaffen wir das beim Klimawandel noch nicht? Wir sind hier im Invalidenpark. Hier streiken wir jeden Freitag seit dem 14. Dezember 2018. Wir sehen ja, dass wir nach über einem Jahr immer noch laut sein müssen. Man dreht sich im Kreis und man sagt, okay, wir können zwar auf die Straßen gehen, aber letztendlich wird die Welt eh untergehen. Und wenn man dann in so einer Hoffnungslosigkeitsspirale irgendwie mal drin ist, dann kommt man ganz schwer hinaus. Und das habe ich auch ganz oft und das haben auch viele von uns. Ich versuche, keine Hiobsbotschaften dann zu konsumieren und versuche mich so gut wie möglich geistig, mental abzuschotten, damit ich nicht in einen Negativstrudel gerate und mich nicht vor Weltschmerz in den Schlaf weine. Ich kenne genug Menschen, die leider unter diesem ganzen Druck und der Hoffnungslosigkeit zerbrechen und einfach nicht mehr können. Theoretisch hat jeder Mensch irgendwann einen Punkt, wo die Belastung zu viel wird und er psychische Symptome entwickeln kann. Nach Klimakonferenzen triffst du auf Leute, die da völlig am Boden zerstört sind, weil sie dachten, hier passiert was, und dann im Flugzeug nach Hause einfach zusammenbrechen, also einfach einen Weinkrampf kriegen und solche Sachen. Also es gibt ja noch keine offiziellen Definitionen für diese verschiedenen Begriffe, auch für Klimaangst nicht. Ich würde jetzt sagen, Klimaangst ist, wenn man Angst hat wegen des Klimawandels und das ist erstmal nichts Krankes, sondern das ist halt erstmal eine emotionale Reaktion und irgendwie ein Stück weit auch gesund, und das zeugt dann eben auch von einer gewissen emotionalen Reife, wenn man diese Gefühle zulassen kann. Vor allem in meinem Podcast und auf Instagram spreche ich auch sehr offen darüber, wenn es mir schlecht geht, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, alle Facetten der Emotionen, die es so gibt, darzustellen und zu zeigen, es geht auch Menschen mit 270.000 Instagram-FollowerInnen nicht immer gut. Aber ich glaube auch, dass halt das der Anteil von psychischen Störungen so gering ist, dass eigentlich nicht davon auszugehen ist, dass wir jetzt alle krank werden wegen des Klimas. Also, genau. Ich habe Tage, in denen bin ich sehr, sehr optimistisch und positiv, und dann gibt es Tage, wo ich auch ja, sehr schlimme Nachrichten lese. Und die kommen durch unsere Generation natürlich mit dem Internet auch jede Sekunde aktuell immer wieder eine neue Katastrophenmeldung, und ich glaube, das setzt bei uns auch so einen gewissen Weltschmerz ein. Ich finde den Vorwurf der Klimahysterie an die Medien eigentlich abwegig, denn wenn man sieht, was wir über die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre berichtet haben, und mit wir meine ich jetzt alle Medien, dann war das zu wenig und nicht zu viel. Man weiß aus psychologischen Studien, dass es super wichtig ist, dass wir so eine permanente Berichterstattung darüber haben, wie die aktuelle Lage eigentlich gerade ist. Und ein Stück weit gehört halt auch dazu, ehrlich zu sein und zu sagen, ja, das kann richtig scheiße werden. Ich finde, man muss beides machen. Man muss berichten, was ist. Aber man muss immer noch einen Kanal lassen, zu sagen, aber hier wären alternative Angebote. Man könnte es so machen. Also als Menschen haben wir 3 mögliche Reaktionsweisen auf was, was wir als Gefahr wahrnehmen. Und zwar Fight, Flight oder Freeze. Das heißt, wir erstarren und beschäftigen uns gar nicht mehr mit irgendwas. Das ist wie so eine Todesstarre sozusagen. Und das andere ist eben, in den Kampf zu gehen. Und das würde ich tatsächlich sagen, ist in Bezug auf den Klimawandel auch die beste Variante, die wir haben. Und zwar irgendwie aktiv zu werden in der Klimabewegung und sich damit auseinanderzusetzen, in was für einer Gesellschaft will ich leben und wie kommen wir dahin. Und die 3. Möglichkeit ist eben Flight, also eine Fluchtreaktion. Und das ist dann tendenziell auch eher was, wo die Leute dann eben in die Verdrängung gehen und sagen, naja, man kann ja irgendwie der Wissenschaft vielleicht nicht vertrauen und vielleicht stimmt das alles gar nicht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben uns gezeigt, was Fakt ist und was die Regierungen und die Wirtschaft gerade nicht machen. Was wir sozusagen brauchen, ist, dass wir eben auch die positiven Nachrichten beachten. Und die sind ja da. Also das ist ja, das vergisst man ja immer wieder. Es gibt die Techniken, es gibt das Geld, es gibt genügend Leute, die daran arbeiten wollen. Und es ist halt vor allem eine politische Frage, wann, wo, wie bestimmte Entscheidungen fallen. Wenn ich mir anschaue, ich habe 2013 angefangen, über die Klimakatastrophe zu sprechen. Da war das sehr karg besiedelt auf Instagram, und heute ist es überall. Und ich glaube, wir müssen eine kollektive Konversation über mentale Gesundheit auch führen.
Also ich glaube, ich will nochmal allen, die belastende Gefühle in Bezug auf den Klimawandel kennen, sagen, ihr seid nicht alleine und das ist normal. Ich habe auch manchmal viele Probleme mit der Klimadepression oder der Hoffnungslosigkeit. Und mich würde spannend interessieren, was ihr denn so macht, um diesen Weltschmerz aus dem Weg zu gehen oder auch einfach mal Pausen zu setzen. Schreibt es in die Kommentare oder verlinkt mich oder die Taz in eurer Story.